Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie in einem Interview mit Götz Frömming im Morgenmagazin der Moderator versucht, mit trickreichen Fragen, die wahrscheinlich sorgfältig vorbereitet wurden, die Zuschauer zu manipulieren. Und er gleichzeitig ganz freundlich wirkt. Und wie Götz Frömming damit umgegangen ist. Im Folgenden das Interview, danach ein paar Worte dazu. Was bekommt man, wenn man AfD wählt? Das fragen wir den parlamentarischen Geschäftsführer der AfD, Götz Frömming. Er ist zu Gast in unserem Hauptstadtstudio bei Michael Strempel. Schönen guten Morgen. Guten Morgen und willkommen, Götz Frömming. Herr Frömming, so richtig zünden tut der Wahlkampf nicht bislang. Es hängen sehr viele Plakate, aber in den Umfragen stagnieren Sie um die 10%. Das ist für Ihre Verhältnisse, für das, was da gemessen wurde, mau. Und ein richtig prägendes Thema, haben wir gerade gesehen, haben Sie nicht durchsetzen können. Woran liegt's? Also ich denke, zunächst mal geht das allen Parteien so, dass bislang der Wahlkampf so etwas vor sich hin dümpelt. Aber die negativen Schlagzeilen haben ja bislang zumindest die anderen Parteien vor allen Dingen gemacht. Aber Sie haben recht natürlich, es gibt nicht mehr dieses Kernthema, das wir 2017 noch hatten. Da hatten wir die große Flüchtlingskrise. Aber das Thema scheint ja jetzt doch wieder zu kommen. Das heißt, Sie setzen darauf, dass das Thema jetzt kommt? Ich frage das deshalb, weil von Ihrer Partei kamen da sehr verwirrende Signale. Alexander Gauland hat gesagt, was die Ortskräfte angeht, wer uns geholfen hat, den müssen wir aufnehmen. Mit Familien, gar keine Frage. Alice Weidel hat daraufhin getwittert, wir brauchen ein Asylmoratorium grenzendicht und zwar ohne Einschränkungen. Darauf hat der Parteichef Jörg Meuthen geantwortet, das sei verantwortungslos, ich zitiere das jetzt mal, habe keinen Verstand und keine Moral, kein Pflichtgefühl. Also man hat das Gefühl, dass sich Ihre Führung gerade komplett zerlegt. Also ich glaube, wenn man genauer hinguckt, dann sind die Unterschiede gar nicht so groß. Und dass innerhalb der AfD, genauso wie innerhalb der Gesellschaft, hier große Vorbehalte und auch Ängste da sind, das kann man, glaube ich, verstehen, wenn man mal zurückguckt. Uns sind ja damals auch Fachkräfte versprochen worden. Es sind Flüchtlinge angekündigt worden. Und wenn Flüchtlinge keine Flüchtlinge waren, Fachkräfte oft keine Fachkräfte waren, so besteht jetzt die Angst, dass auch Ortskräfte zu einer Metapher sozusagen werden könnte, durch die dann wieder eine Massenmigration ausgelöst wird. Diese Angst hat Alexander Gauland nicht, der ist doch Ihr Fraktionschef. Er hat sie genauso. Er hat heute Morgen im Deutschlandfunk sehr genau betont, dass es selbstverständlich sein muss, dass wir, also der Staat Deutschland und auch die Bundeswehr, die Leute, die direkt für uns gearbeitet haben, dass wir diesen Menschen helfen, dass wir für sie eine Verantwortung haben, ist klar. Was aber nicht sein kann, dass das der Terminus Ortskräfte zu einem trojanischen Pferd wird, durch das wieder eine Masseneinwanderung ausgelöst wird. So differenziert, wie Sie das jetzt ausdrücken, kriegt es Ihre Führung nicht hin. Also das ist wirklich die dicke Keule, mit der gerade Jörg Meuthen auf die Spitzenkandidatin Alice Weidel eingedroschen hat. Wenn das Stimmen am Rande sind, sag mal, gibt es in allen Parteien. Aber in der Führung fällt mir da jetzt keine andere ein. Ja, also dass er nun eingedroschen hat, das habe ich nicht gehört. Wir diskutieren und das ist auch in Ordnung. Die ganze Gesellschaft diskutiert. Kein Verstand, keine Moral, kein Pflichtgefühl hat er getwittert als Antwort auf die Kampagne von Alice Weidel? Das hat er nicht direkt auf Alice Weidel bezogen, sondern das war allgemein seine Stellungnahme dazu, zu den Stimmen, die sagen, wir wollen überhaupt niemanden aufnehmen. Im Wahlkampf, Sie haben jetzt gesagt, das Thema wollen Sie wieder beleben. Ein Thema, was aber die Menschen und zwar aus unterschiedlichen politischen Richtungen umtreibt, sind die großen Klimakatastrophen, die wir jetzt erlebt haben. Flutkatastrophe vor allen Dingen in Deutschland, die riesen Waldbrände. Über 80% sehen da Handlungsbedarf. Die AfD sagt in ihrem Programm, Warmzeiten sind immer Blütezeiten für die Menschheitsgeschichte gewesen. Das empfinden doch einige jetzt als zynisch. Können Sie das nachvollziehen? Also zunächst einmal sehen wir auch, dass in der Hochwasserkatastrophe die Bundesregierung und auch die Landesregierung erneut versagt haben, wie vorher schon bei der Impfstoffbeschaffung. Jetzt erleben wir mit Afghanistan das dritte große Regierungsversagen. Und das Programm. Ja, in der Tat zum Programm. Es ist richtig, wir sehen den Klimawandel differenziert. Wir leugnen ihn übrigens nicht, das Klimawandel sich, solange wir zurückdenken können oder solange es die Menschheit gibt, die Erde gibt. Aber was wir leugnen, ist die Möglichkeit Deutschlands als kleines Land hier tatsächlich etwas aufhalten zu können und zwar gegen das, was alle anderen Länder um uns herum tun. Sagt der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Götz Frömming, danke für den Besuch heute Morgen bei uns. Sehr gerne. Und weiter geht's jetzt mit euch in Köln. Auffällig bei allen Fragen ist, dass der Moderator viele Beschreibungen macht, bevor er zur eigentlichen Frage kommt. Gucken wir uns diese Beschreibungen einmal näher an. Herr Frömming, so richtig zünden tut der Wahlkampf nicht bislang. Es hängen sehr viele Plakate, aber in den Umfragen stagnieren Sie um die 10%. Das ist für Ihre Verhältnisse, für das, was da gemessen wurde, mau. Und ein richtig prägendes Thema, haben wir gerade gesehen, haben Sie nicht durchsetzen können. Woran liegt's? Zunächst behauptet der Moderator, der AfD-Wahlkampf würde noch nicht so richtig zünden.
Er fügt dann an, obwohl doch so viele Plakate hängen. Und wenn man sich jetzt das mal genau überlegt, was soll diese Aussage, obwohl so viele Plakate hängen? Würde man sowas bei einer anderen Partei sagen, außer bei der AfD? Das heißt, das ist eine populistische Partei. Es geht um Wahlkampf, um Wählerstimmen, um billig Wählerstimmen zu bekommen. Das ist die Unterstellung, die da mitschwingt. Weil warum wird das sonst erwähnt? Es gibt keinen Grund zu erwähnen, dass Plakate hängen. Das tun sie immer bei jeder Partei, bei jedem Wahlkampf. Er macht dann weiter und sagt, die AfD würde bei 10% stagnieren. Das wäre für ihre Verhältnisse mau. Wenn er das sagt, dann schwingt damit, dass die AfD einen negativen Moment hat. Das heißt, die Leute wenden sich ab. Das ist nicht interessant. Es ist verbraucht. Mit der Bewertung mau verbreitet der Moderator ein Narrativ. Er stellt es einfach als Fakt hin. Das heißt, er macht ja eine Feststellung und der Zuschauer kann gar nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt einfach eine Behauptung oder ist das ein Fakt? Der Moderator stellt das als Fakt hin und er weiß auch ganz genau, wenn das viele sagen, wenn er das sagt, es setzt sich fest im Gehirn. Einfach dadurch, dass er das ausspricht. Es soll nicht so sein, dass der Moderator ewige Monologe hält, wo er eigentlich nur irgendwelche Framings verbreitet, Unterstellungen verbreitet, sein Weltbild dem Zuschauer darlegt, bei dem der Zuschauer gar nicht unterscheiden kann, ob es jetzt die Meinung des Journalisten ist oder ob es Fakt ist. Götz Frömming erwähnt dann das aktuelle Afghanistan-Thema. Und man würde ja nichts anderes von einer Partei erwarten, dass er sich dazu äußert. Das heißt, die setzen darauf, dass das Thema jetzt kommt? Ich frage das deshalb, weil von Ihrer Partei kamen da sehr verwirrende Signale. Nur weil Götz Frömming sagt, dass das Thema jetzt aktuell ist, sagt der Moderator, das heißt jetzt, sie setzen darauf, dass das Thema kommt. Und warum sagt er das? Er suggeriert damit, die AfD möchte billig Wählerstimmen fischen und jetzt haben sie ihr Thema. Und das wollen sie jetzt ganz groß populistisch in den Mittelpunkt rücken, um den Leuten Angst zu machen, um billig Wählerstimmen zu fischen. Relativ absurd ist dann die Begründung des Moderators, wie er darauf kommt. Die Führung wäre komplett zerstritten. Aber welche Logik steckt dann dahinter, dass es ein Wahlkampfthema werden soll von der AfD? Wenn das so wäre, wenn die AfD das planen würde, hätten sie sich ja abgesprochen vorher und würden dann eine Meinung wiedergeben. Das heißt, was ist hier in Wahrheit passiert? Es ist ein aktuelles Thema und natürlich auf den sozialen Medien, auf Twitter und anderswo nehmen AfD-Politiker Stellung. Wie es auch erwartet wird. Nicht mehr und nicht weniger. Dass jetzt verwirrende Signale kommen, unterschiedliche Statements, das ist genau ein Hinweis dafür, dass die AfD keinen konkreten Plan hat. Darauf hat der Parteichef Jörg Meuthen geantwortet, das sei verantwortungslos, ich zitiere das jetzt mal, habe keinen Verstand und keine Moral, kein Pflichtgefühl. Also man hat das Gefühl, dass sich Ihre Führung gerade komplett zerlegt. Also ich glaube, wenn man genauer hinguckt, dann sind die Unterschiede gar nicht so groß. Und dass innerhalb der AfD, genauso wie innerhalb der Gesellschaft, hier große Vorbehalte und auch Ängste da sind, das kann man, glaube ich, verstehen, wenn man mal zurückguckt. Uns sind ja damals auch Fachkräfte versprochen worden. Es sind Flüchtlinge angekündigt worden. Und wenn Flüchtlinge keine Flüchtlinge waren, Fachkräfte oft keine Fachkräfte waren, so besteht jetzt die Angst, dass auch Ortskräfte zu einer Metapher sozusagen werden könnte, durch die dann wieder eine Massenmigration ausgelöst wird. Er sagt, Meuthen hätte auf Weil geantwortet. Und als Zuschauer jedenfalls, ich habe dann verstanden, Weil hat etwas getweetet und Meuthen hat direkt in den Tweet geantwortet. Jedenfalls ist meines Wissens nach Meuthen ein Einzelfall. Und natürlich, was bezweckt das? Einigkeit wird immer positiv angesehen, das weiß der Journalist. Er ist natürlich berechtigt, das in den Mittelpunkt zu rücken. Zu sagen, okay, hier ist ein kritischer Post von Meuthen gegen Weil wahrscheinlich gerichtet. Aber dann wäre es redlich, das so zu machen, die Fakten so zu benennen, wie sie sind, um nicht rumherum zu framen. Götz Frömming war aber anscheinend vorbereitet, wusste, dass das kommt. Im Wahlkampf, Sie haben jetzt gesagt, das Thema wollen Sie wieder beleben. Ein Thema, was aber die Menschen, und zwar aus unterschiedlichen politischen Richtungen, umtreibt, sind die großen Klimakatastrophen, die wir jetzt erlebt haben. Flutkatastrophe, vor allen Dingen in Deutschland, die Riesenwaldbrände. Er sagt, Sie wollten das Thema wiederbeleben mit den Flüchtlingen, um später die Schlagzeile setzen zu können, die wahrscheinlich von vornherein geplant war. Auch natürlich ganz eindeutig, die AfD populistisch will jetzt billig Wählerstimmen fischen. Das suggeriert diese Headline ganz eindeutig. Und sehr wahrscheinlich war diese Headline schon vorher geplant. Und jetzt benutzt er diesen Trick. Er sagt, ja, sie wollten das wiederbeleben. Und bevor Frömming noch das irgendwie relativieren kann, was er zu sagen kann, macht er weiter mit einem anderen Thema. Er kommt jetzt mit einer Frage zum Klima, die in Wahrheit nur eine Anklage ist.
Über 80% sehen da Handlungsbedarf. Die AfD sagt in ihrem Programm, Warmzeiten sind immer Blütezeiten für die Menschheitsgeschichte gewesen. Das empfinden doch einige jetzt als zynisch. Mhm. Können Sie das nachvollziehen? Er zitiert das Wahlprogramm der AfD, sagt, dass die Warmzeiten Blütezeiten waren, was ja auch korrekt ist, und sagt, das müssten jetzt ja die Leute zynisch finden. Und was, das ist keine Frage, sondern das ist einfach nur ein Statement, um die AfD negativ zu framen. Und welches Narrativ ist darin versteckt? Es ist natürlich unkritisch, das Narrativ versteckt. Der Mensch ist natürlich schuld und die AfD ist jetzt schuld mit ihrer Haltung zum Treibhauseffekt, zum Kohleausstieg und anderem, dass in Zukunft noch ganz viele Überschwemmungen stattfinden. Entscheidend ist auch hier wieder, dass er dem Zuschauer einen Fakt verkauft. Der Treibhauseffekt, da gibt es gar nichts zu diskutieren, das ist vollkommen klar. Die große Klimakatastrophe kommt und CO2 ist schuld und die AfD ist schuld, dass es so schlimm ist, weil sie nicht mitmachen bei dem, was die Grünen wollen. Das alles schwingt in dieser Frage mit, was ja in Wahrheit keine Frage ist. Und auch ist natürlich klar, allein, dass sie im Wahlprogramm nachgeforscht haben, zeigt, dass diese Frage vorbereitet wurde. Mit genau dem Zweck. Des negativen Framings. In Öffentlich-Rechtlichen wird das Narrativ beständig wiederholt. Von unterschiedlichsten Leuten. Und es ist das altbekannte Spiel. Er wiederholt es jetzt wieder. Und darin setzt es sich als selbstverständlich fest. Es wird zur Realität. Und je öfter man das sieht, desto mehr glaubt man daran. Selbst wenn man logisch schon Gegenargumente gehört hat. Wenn man nur oft genug dieses Narrativ hört, dann glaubt man dem Narrativ. Und das weiß der Moderator. Was hätte Götz Frömming noch besser machen können? Wie gesagt, ist es im Nachhinein natürlich immer leicht, Verbesserungsvorschläge zu machen. Es ist natürlich immer was anderes, wenn man spontan im Interview sitzt. Aus meiner Sicht war das Interview von Götz Frömming stark. Und es hat wahrscheinlich den Moderator zu einem gewissen Grad kalt erwischt. Er hat sich wahrscheinlich erhofft, dass seine Fragen mehr ziehen. Aber egal, welche Fragen er gestellt hat, Götz Frömming konnte nicht aus der Ruhe gebracht werden. Er war perfekt vorbereitet. Ein kleines Manko sehe ich bei der Antwort zum Klima. Natürlich hat er nicht viel Zeit, er kann nicht alles ausführlich erklären. Aber wenn man wenig Zeit hat, dann muss man Prioritäten setzen. Und aus meiner Sicht ist nicht die beste Priorität zu sagen, wir machen es jetzt nicht, weil die anderen machen es auch nicht. Das ist nicht überzeugend für die Leute. Wenn etwas richtig ist, dann muss man etwas machen. Und das heißt, aus meiner Sicht ist es erstmal wichtig, die Zweifel zu erklären der AfD am Treibhauseffekt, an dem Klimakatastrophennarrativ. Und um die Leute davon zu überzeugen, müsste Frömming schildern, konkret, welche Dinge die AfD zweifeln lassen. Welche Hinweise. Und da gibt es ja unendlich viele. Ich erwähne sie ja praktisch in jedem Video. Climate Gate. Hockeyschlägerkurve. Treibhauseffektwiderlegung. Falsche Modellrechnungen. Aber wie gesagt, ist es ja so, im Nachhinein fallen einem natürlich noch immer gute Dinge ein. Und aus meiner Sicht war das wirklich ein hochprofessionelles Interview. Es ist ganz entscheidend, dass die AfD positionell nicht ins Schleudern gebracht werden kann bei diesen Fragen. Immer eine klare Antwort gegeben werden kann. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Welche Stellen euch noch aufgefallen sind und was aus eurer Sicht Götz Frömming noch hätte anders machen können. Macht's gut!